Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Ober, für die Einladung. Das habe ich gerne angenommen. Okay, jetzt bin ich zu hören. Ja, also ganz herzlichen Dank für die Einladung, die ich natürlich sehr gerne angenommen habe, weil mir das Thema am Herzen liegt. Und ich bin ja auch im Ehrenamt dem Europazentrum Baden-Württemberg verbunden und auch im Ehrenamt Kreisvorsitzende hier der Europa-Union in Tübingen. Und insofern können Sie sehen, dass das Thema Europa tatsächlich eines ist, was für mich nicht nur ein akademisches Thema ist, sondern auch eines, was mich auch sagen als Bürgerin selber eben auch umtreibt. Und heute will ich aber natürlich die wissenschaftliche Perspektive darauf eben einnehmen. Ich habe einige Folien vorbereitet, deshalb werde ich den Bildschirm mal freigeben. Das wird es dann hoffentlich Ihnen leichter fallen, dann mir auch noch mal durch meine Argumentation zu folgen. So, jetzt müssten Sie es entsprechend sehen können. Und das, was mein Ausgangspunkt ist, also wenn wir Demokratie in der Europäischen Union angucken wollen, dann müssen wir beide Perspektiven in den Blick nehmen. Also beide Perspektiven, die Frau Ober auch schon angesprochen hat, nämlich zu gucken, wie sieht es denn um das Demokratiedefizit der europäischen Ebene, der Institutionen selber aus. Wir müssen aber auch leider und in den letzten Jahren zunehmend eben auch uns angucken, was dann manchmal als das andere Demokratiedefizit bezeichnet wird, nämlich die Situation in den Mitgliedstaaten. Das ist beides wichtig zu verstehen, weil die Europäische Union als politisches Gebilde ein sogenanntes Mehrebenengebilde ist, also ein Gebilde, das aus den Mitgliedstaaten besteht und aus der supranationalen Ebene der Institutionen. Das beides funktioniert eben zusammen. Und wir haben eben lange gedacht, im Hinblick auf die Mitgliedstaaten bräuchten wir das nicht, weil ja es ein Mitgliedschaftskriterium ist, ein Aufnahmekriterium, dass es sich dabei um vollentwickelte liberale Demokratien halten muss. So. Ich will jetzt doch erst einen kleinen Blick nochmal auf die europäische Ebene auch werfen, weil das auch dann für die Kriterien auch nochmal wichtig ist im Hinblick auf die mitgliedstaatliche Ebene. Also wenn man sich anguckt, wie sieht es denn in den Mitgliedstaaten aus, dann ist dieses durchaus so ein ganz typischer Cartoon, wie man die viele im Internet findet. Dieser ist eher noch einer der harmloseren. Aber letztlich die Aussage, Sie können es selber interpretieren, geht es darum, dass hier der Demokratie, der Zugang zur EU in Form sogar des Europäischen Parlaments in Straßburg, ich hoffe, viele von Ihnen waren schon mal da in diesem Gebäude, haben selber schon mal sehen können, aber dass der Demokratie der Weg versperrt wird. Und das findet sich auch immer wieder in diesem häufig bedienten Bonmot, dass eben die EU, wenn sie bei sich selber einen Mitgliedsantrag stellen würde, sie nicht aufgenommen werden könnte. Sie könnte sich also nicht selber aufnehmen, weil sie die demokratischen Kriterien nicht hinreichend erfüllt. Und ich würde sagen, ja, aber. Also das eine aber besteht sich darauf, dass wir zunehmend leider auch sehen müssen, dass es Demokratiedefizite in den EU-Staaten gibt und wir definitiv heute EU-Staaten haben, die, so wie sie sich entwickelt haben seit der Mitgliedschaft, heute keinerlei Chancen mehr hätten, beitreten zu können. Das ist ein dramatischer Befund, auf den ich auch nachher dann nochmal eingehen werde, weil das natürlich auch Konsequenzen für die demokratische Qualität der EU insgesamt hat und die Frage auch
des Umgangs damit, der Handlungsmöglichkeiten sich hier stellt. Wie man auf dieses Demokratiedefizit guckt, ist aber auch viel eine Perspektive des Standpunktes, also sowohl aus der nationalen Perspektive, wo diejenigen, die problematisch sind, gleichwohl aber für sich reklamieren, demokratische Staaten zu sein, aber auch im Hinblick auf die Europäische Union ist das eine Frage des Standpunktes, weil das nur sagen ganz kurz, es gibt nicht das eine Demokratiemodell oder das eine Verständnis von Demokratie, sondern es gibt durchaus auch in der politischen Theorie sehr unterschiedliche Verständnisse davon, was eine Demokratie mitbringen muss. Also die Schweizer Demokratie, das wissen Sie, funktioniert sehr anders als die bundesdeutsche. Das sind unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Verständnisse, aber auch welche Aspekte denn wichtig sind für eine gute, für eine funktionierende Demokratie. Und es spielt auch dann in der Bewertung der Europäischen Union eine wichtige Rolle, dass da der Standpunkt einen Unterschied macht. Im Hinblick darauf, aus welchen Quellen sich denn überhaupt die Demokratie dann auch stützt, auch im europäischen System. Wie wichtig ist es dann auch dafür, dass die Mitgliedstaaten möglichst gute Demokratien sind? Und es sind auch, sagen, Herausforderungen, die sich daraus stellen, aus der zunehmenden Globalisierung der Welt oder aus den Krisen. Wir diskutieren ja auch in der Bundesrepublik gerade sehr intensiv darüber, inwieweit durch die Covid-Maßnahmen, das ganze Pandemie-Management, Einschränkung von Grundrechten. Grundrechten sind im liberalen Verständnis natürlich ein wichtiger Bestandteil von Demokratien. Die Rolle des Bundestages, der auch das meines Erachtens zum Glück jetzt endlich wieder auch ein Stück seine Rechte da zurückbekommen hat. Aber in Krisensituationen ist es immer dann auch sozusagen sehr schwierig. Da sagen wir immer, das ist die Stunde der Exekutive erstmal. Aber es darf natürlich nicht dazu führen, dass demokratische Strukturen, parlamentarische Gremien auf die Dauer eben ausgehebelt werden, weil sozusagen unser Verständnis von Demokratie in diesen repräsentativen Massendemokratien natürlich auch ganz stark am Parlament hängt, weil darüber die freien, fairen Wahlen, der politische Wettbewerb organisiert wird, weil das der Mechanismus ist, um Interessen in den politischen Prozess einzubringen, um Verantwortlichkeit zuzurechnen. Deshalb ist der Blick auf die Parlamente ein sehr starker, aber eben auch der Blick darauf, auf andere Formen der Bürgerbeteiligung. Und im liberalen Verständnis spielt natürlich auch die rechtsstaatliche Komponente eine ganz, ganz zentrale Rolle, weil der Rechtsstaat wichtig ist, um auch das einerseits die Grundrechte zu schützen, dass es einklagbar ist, weil Grundrechte sind etwas, was nicht sagen ein Gefallen ist, der gewährt wird, sondern es sind tatsächlich Rechte und weil auch die Rechtsstaatlichkeit dafür zentral ist, um auch die Gewaltenteilung zu sichern. Was will ich also jetzt im Vortrag machen? Nach diesen einleitenden Bemerkungen will ich nochmal was zum historischen Rückblick sagen und zur Entwicklung dieses Demokratiedefizits der EU, um dann auch sagen komplementär dieses andere Demokratiedefizit der Lage in den Mitgliedstaaten in den Blick zu nehmen. Das werde ich ganz exemplarisch machen, um dann auch noch mal die Folgen dann zu diskutieren. Wenn wir uns also den Rückblick angucken, dann hat sich die EU sehr stark eben über Output legitimiert. Was ist damit gemeint? Über ihre Entscheidungen, die in der Lage sind, Probleme zu lösen. Und das ist auch sozusagen ein wichtiger Modus, mit dem sich etwa autoritäre politische Regime
dann auch legitimieren. Also in China ist das der klassische Modus, ne, über Output, weil mit Input, Zugang zum politischen System, etwa über Wahlen, Bürgerbeteiligung, ist ja in der Weise nicht vorhanden. Und für die Europäische Union ist das auch zentral gewesen, weil es sehr schwache Instrumente eben gab hier der Beteiligung. Wir haben aber dann seit den 80er Jahren durchaus schon erstmals Kritik daran, dass es hier ein Demokratieproblem gibt. Und das wird seit 1991, 92 intensiv diskutiert, wird manchmal mit diesem Stichwort Maastricht Blues zusammengefasst. Maastricht wegen des Vertrags von Maastricht, der 1992 dann schließlich ratifiziert worden ist und dann in Kraft hat, aber eben nach Problemen. Also der Maastricht-Vertrag ist in Dänemark damals in der Volksabstimmung nicht beim ersten Mal ratifiziert worden, hatte nicht die erforderliche Mehrheit. Es gab Nachverhandlungen, es gab sogenannte Opt-outs, also Sonderregeln für Dänemark. Und in der zweiten Abstimmung hat Dänemark das Volk damals dann zugestimmt. Und nach diesem Muster haben wir inzwischen natürlich einige Verfahren oder in einigen Ländern gesehen, dass es solche Formen der Ratifikation gegeben hat. Zuletzt auch beim Lissabon-Vertrag in Irland, wo der nicht beim ersten Mal durchgeht. Wir haben aber seitdem eine wirklich intensive wissenschaftliche Debatte, die Regalmeter füllt. Bücher, Aufsätze, also das kann man alles schon kaum überhaupt noch den Überblick drüber haben, weil es so intensiv diskutiert wird und weil immer auch natürlich mit diskutiert wird, die EU ist kein Nationalstaat, wir müssen immer auch gucken, wie wir dann im Hinblick auf die Besonderheiten der EU und gerade der supranationalen Institutionen sehen, dass es da eine besondere, andere historische Entwicklung, andere historische Gestalt gibt als im Nationalstaat. Lassen Sie mich ein paar Worte zum Lissabon-Vertrag sagen, weil das ja die gültige Rechtslage ist. Der Lissabon-Vertrag ist ja in weitgehend 80-90% identisch mit diesem Vertrag über die europäische Verfassung und ist Ergebnis dieses gescheiterten Verfassungsvertrags. Und der ist interessant, weil er nämlich hier auch das Thema Stärkung der Demokratie in den Blick nimmt. Das spielt eine wichtige Rolle. Sowohl die Parlamente, die gestärkt werden, und ich rede hier extra vom Plural, weil eben nicht nur das Europäische Parlament nochmal gestärkt wird und damit ein wichtiger Teil zum Ausbau der Demokratie in der Europäischen Union, sondern auch die nationalen Parlamente kriegen eine Rolle bei der Mitgestaltung der Europäischen Union. Die ist sagen eingeschränkter, wird durchaus diskutiert, müsste die nicht ausgebaut werden, müsste die nicht anders sein. Da können wir auch gerne in der Diskussion noch drauf eingehen, aber jedenfalls ist da schon klar drin, es reicht auch nicht, die Europäische Union nur über die supranationalen Institutionen zu legitimieren. Wir brauchen auch die starke Legitimation über die Mitgliedstaaten und auch über die nationalen Parlamente, weil wir sehen können, Wahlbeteiligung für die nationalen Parlamente ist das, was in den Mitgliedstaaten immer noch am stärksten ist und der stärkste, der engste Mechanismus, um politische Herrschaft zu legitimieren, indem sie auf Zeit dann an Abgeordnete delegiert wird. Wir haben einen zweiten interessanten Aspekt beim Lissabon-Vertrag, dass da nämlich erstmals auch partizipative Demokratie auftaucht, die Einführung durch die Europäische Bürgerinitiative, eben, dass hier 1 Million Unterschriften aus mindestens 7 Staaten, dann gibt eine Reihe von weiteren kleineren Bedingungen so, aber ausreichen, um hier den Bürgerinnen und Bürgern selber ein Instrument in die Hand zu geben, Themen auf die europäische Agenda zu setzen, das an die Kommission heranzutragen, die dann darüber entscheidet, macht sie daraus jetzt einen Gesetzgebungsvorschlag oder auch nicht.
Und wir haben einen dritten wichtigen Punkt, dass zugleich das sogenannte Subsidiaritätsprinzip durch den Lissabon-Vertrag nochmal gestärkt worden ist, was dann ja auch einen Vorrang der Mitgliedstaaten nochmal festhält, dass dann, wenn auf der europäischen Ebene bessere Ergebnisse durch das gemeinsame Vorgehen erzielt werden können, dann soll eben auch gemeinsam vorgegangen werden. Im Hinblick auf das Demokratiedefizit der EU gibt es also verschiedene Positionen und ich werde jetzt auch nicht auf die eingehen, aber so viel dazu, dass die Grundfrage, die dann auch immer diskutiert worden ist, ist diese Demokratisierung überhaupt möglich und ist sie wünschenswert? Und Sie sehen da, dass es durchaus auch welche gibt, die sagen, ja, möglich wäre schon, aber ist gar nicht wünschenswert. Und andere, die sagen, nee, geht gar nicht. Oder diejenigen, die sagen, eigentlich müsste es sein, aber es ist schwierig. Am interessantesten sind meines Erachtens diese Positionen der sogenannten Optimisten, die nämlich sagen würde, ja, es ist wünschenswert und ja, es ist möglich. Und daraus kann man halt auch natürlich auch für die nationale Ebene nochmal lernen, weil diese Positionen nämlich letztlich auf zwei Ebenen abzielen. Die sagen, also es braucht eine starke Zivilgesellschaft, und es braucht starkes Parlament oder Parlamente. Es gibt ja auch Zweikammersysteme. Und im Hinblick auf die Europäische Union kann man durchaus feststellen, dass es da in beiderlei Hinsicht durchaus Stärkungen gegeben hat, sowohl was die zivilgesellschaftliche Unterfütterung von europäischer Politik betrifft, als auch die parlamentarische Unterfütterung durchs Europäische Parlament, durch die nationalen Parlamente und gegebenenfalls die regionalen Parlamente, gerade in den Staaten, in denen die eben Legislativkompetenzen haben. Im deutschen Föderalismus ist das der Fall. Also konkret etwa der Stuttgarter Landtag hat auch einen EU-Ausschuss und die beraten auch über europäische Angelegenheiten und sind gegebenenfalls auch legislativ eingebunden, wenn es eben um Angelegenheiten geht, die nach der deutschen innerstaatlichen Ordnung Sache der Länder sind. Also und diese zwei Dimensionen, die sind wichtig auch nochmal im Kopf zu behalten, weil sich da ja auch die Frage stellt, wie entwickelt sich das in den Mitgliedstaaten. Und im Hinblick aufs Europäische Parlament, da können wir nachher auch in der Diskussion nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben inzwischen eben dieses Stärkung nochmal, weitere Stärkung, muss man sagen, der Kompetenzen des Europäischen Parlaments. Wir haben zugleich aber nach der Wahl 2019 ein Parlament, in dem inzwischen zu einem Drittel ungefähr euroskeptisch oder eurointegrationsfeindliche Parteien sitzen, die sich vor allen Dingen im rechten, rechtspopulistischen, nationalkonservativen Spektrum finden und die sagen, gedeckt sind natürlich durch die Wahlergebnisse, die es für die Europawahlen in den Mitgliedstaaten gegeben haben, die aber ja, versuchen natürlich mit ihren Möglichkeiten, die sie als Partei oder je nachdem, welchen Fraktionen sie angehören, versuchen hier in ihrem Sinne oft eine sehr destruktive Blockadepolitik zu machen. Also dazu gehört dann eben, das werden Sie auch verfolgt haben, dass jetzt etwa von Viktor Orban die Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei, aus der großen Fraktion ausgetreten ist, nachdem lange das Stimmrecht da auf Eis lag, der Fidesz wegen der ganzen Gefährdungen der Demokratie und des Rechtsstaats in Ungarn. Aber auch die anderen sind das, auch wenn man sich das Verhalten der deutschen AfD in der sogenannten ID-Fraktion anguckt. ID steht für Identität und Demokratie. Das ist eine Fraktion, zu der auch Marine Le Pens Rassemblement National gehört, also
Da ist man in Gesellschaft der Rechtsextremen, aber auch etwa die italienische Lega von Salvini. Also das ist, sagen, eine Fraktion, bei der man immer sehen kann, dass die sehr anti ist und immer auf die nationale Souveränität, auf nationale Autonomie, auf, sagen, nationale Identität besteht. Wir haben auf der europäischen Ebene faktisch sehr, meines Erachtens, sehr viele Formen der Bürgerbeteiligung, die hier eine Rolle spielen. Und weil Bürgerbeteiligung ist in Demokratie natürlich das zentrale Element, also sei es über die Wahlen, sei es jetzt über eher Lobbys, über Zivilgesellschaft, über auch die Europäische Bürgerinitiative, aber auch die Wahrung der Grundrechte. Also natürlich kann man nach Brüssel fahren und gegen Kommissionsvorschläge nun demonstrieren. Und meine, Sie kennen das auch immer mal, dass die Bauerndemos, die dann den Mist auf dem Place Schumann vor dem berühmten Berlaymont-Gebäude der Kommission abkippen aus Protest gegen etwa die europäische Agrarpolitik. Also diese liberalen Grundrechte, die gibt es natürlich auch im Hinblick auf die Europäische Union. Und ich will auf einen letzten Aspekt hier hinweisen, über den können wir in der Diskussion auch noch gerne näher sprechen. Die Konferenz zur Zukunft Europas, die schon im letzten Jahr hätte beginnen sollen als eigentlich zweijähriger Diskussionsprozess, in den explizit Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden sollen, auch über transnationale und über regionale Bürgerkonferenzen. Das ist jetzt, was in Kürze in der Europawoche im Mai offiziell beginnen soll. Da wird sich Baden-Württemberg durchaus auch aktiver dran beteiligen, unabhängig davon, ob wir dann weiter eine Staatsrätin für Bürgerbeteiligung haben. Da weiß ich nicht, wie die Diskussionen in der Koalition gerade sind. Aber da gab es durchaus schon intensivere Arbeit, Zuarbeit auch dazu. Wegen der Defizite hat es aber auch eine ganze Reihe Reformvorschläge schon gegeben. Auf die werde ich jetzt aber gerade auch gar nicht weiter eingehen. Das können wir auch in der Diskussion machen. Ich will mich stattdessen jetzt auch noch mal um dieses sogenannte andere Demokratiedefizit kümmern. Denn wenn die EU ein Mehrebenensystem ist und ihre demokratische Qualität auch dadurch abgeschätzt werden kann, indem man auch die nationale Ebene mit einbezieht, dann sieht man, dass hier im Laufe der letzten Jahre sich durchaus eine ganze Reihe von Problemen aufgetan haben. Und diese Entwicklungen sind dramatisch, vor allen Dingen eben in Mittel- und Osteuropa. Zwei Staaten stechen da besonders hervor. Also Ungarn ist da der Vorreiter letztlich im Abbau von demokratischen Rechten, Polen, aber durchaus auch noch andere. Wir haben auch, ich sag mal, Malta in mancher Hinsicht, auch Slowenien, Tschechien, eine Reihe von Staaten. Aber man muss auch sagen, auch die westeuropäischen und die Gründungsstaaten sind nicht ohne Defizite, komme ich aber gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Aber ich will mich ein bisschen näher da auch noch mal auf Ungarn fokussieren, weil Ungarn eben tatsächlich auch seine Rolle hier als Vorreiter so versteht oder zumindest weil Viktor Orban das als Vorreiter versteht und weil er derjenige ist, der explizit so eine Fraktion anführt und das Ziel ausgegeben hat, eine illiberale Demokratie zu schaffen, was meines Erachtens, aber das hängt auch an meiner Perspektive, ein Widerspruch in sich ist, aber weil es darum geht, hier die Wahlen als Instrument der Herrschaftssicherung zwar intakt zu lassen, aber zugleich im Wahlregime eine Reihe von Einschnitten vorgenommen werden, die letztlich
die Fairness von der Wahlen und die Freiheit der Wahlen einschränken, weil nämlich zu freien und fairen Wahlen gehört die Fairness des Wettbewerbs, dass nun alle Parteien die gleichen Chancen haben sollen. Also natürlich haben kleinere weniger gewählt zu werden oder wenn man eine Wahlhürde hat wie in Deutschland, schränkt das die Chancen dieser kleinen Parteien dann ein. Also solche Einschränkungen gibt es durchaus auch bei uns, aber der antreten zu können, der Zugang zu den Medien, die Möglichkeiten, Auftritte zu machen, für sich zu werben mit Straßenwerbung, alles, was im Wahlkampf so dazugehört, Nutzen von sozialen Medien, all das muss gleichermaßen allen Parteien zur Verfügung stehen, um diese Freiheit des Wettbewerbs zu garantieren. Und da können wir sehen, dass es hier einen dramatischen Abbau in Ungarn gegeben hat und die Rechte der Opposition nun stark eingeschritten sind. Das hängt damit zusammen, dass die eine Strategie, die gefahren wird, und da ist eben Ungarn auch nicht nur alleine, aber Ungarn versucht es auch nochmal zu exportieren, sein Modell, nämlich auch das Mediensystem unter Kontrolle zu bringen, die staatlichen Medien zu kontrollieren, indem entsprechend da die Gremien besetzt werden und zugleich auch bei den privaten Medien durch befreundete Oligarchen da auch große Medienkonzerne aufzukaufen und die unter politische Kontrolle zu bringen. Auch da kann man sagen, manche von diesen Entwicklungen sieht man auch in anderen Ländern. Und auch bei uns muss man sagen, kann man natürlich kritisieren, dass die Rundfunkräte von den politischen Parteien besetzt werden. Und das ist sozusagen, um das schon mal vorwegzunehmen, das Argument, was dann auch aus Ungarn kommt oder auch aus Polen, wo es diese Entwicklungen gibt in der Medienlandschaft, dann auch zu sagen, ja, aber ihr macht das doch auch und da ist auch dieses und so. Und letztlich ist das Prinzip, sich defizitäre Konstruktionen, die es auch in anderen Mitgliedstaaten gibt, anzugucken, die zu adaptieren, um dann sagen zu können, ja, aber ihr macht doch auch, also selbst ihr Deutschen macht dieses und jenes. Aber in Ungarn und auch Polen und auch in anderen Staaten führt es mittlerweile zu so einer Bündelung, dass wir hier eine dramatische Einschränkung der Qualität von Demokratie haben. Also die Medienlandschaft ist das eine, die Einschränkung der demokratischen Opposition, die Einschränkung auch der Grundrechte. Also wenn die Polizei schlichtweg mit harter Hand gegen Demonstrierende vorgeht, die gegen das System sind, ist das natürlich eine extreme Einschränkung der Grundrechte und des politischen Wettbewerbs. Russland natürlich auch ein gutes Beispiel dafür. Die andere Schiene, die wir haben, ist der Abbau der rechtsstaatlichen Institutionen, also der Frontalangriff auf die Justiz, allen voran auf die Verfassungsgerichte. Das haben wir in Ungarn sehr stark gesehen, das haben wir auch in Polen gesehen. Und das sind auch zwei Länder, die nach dem Systemtransformation 1989 sehr stark sich auch da das deutsche Modell angeguckt haben, die sich sehr stark auch von unserem Modell eines starken Verfassungsgerichts, des Bundesverfassungsgerichts haben interpretieren lassen und insofern auch starke Verfassungsgerichte haben und die jetzt aber durch die Art der Richterbesetzung, durch die Abberufung von Richter, durch Schaffen von Aufsichtsgremien über die Richter, wie in Polen diese vorgezogenen zwangsweisen in Rente schicken, da und dann anschließend auf Parteilinie Richter und Richterinnen einzusetzen, darüber auch die Kontrolle eben hier dann zu sichern. Wir sehen dann auch
durch die Pandemie noch mal verstärkt in den letzten Monaten auch wirklich ein stärkeres Regieren über Verordnungen, Einschränkung der Gewaltenteilung, Einschränkung der Rolle von Parlamenten. Also insofern haben wir hier sehr starke Defizite, die sich da mittlerweile eben deutlich machen. Und das kann man auch sehen, nochmal, um da ein paar Zahlen zu haben. Also einer der Indikatoren, die wir in der Politikwissenschaft verwenden, um die Freiheit von Ländern zu messen. Da gibt es verschiedene, die das machen, aber ist von Freedom House. Das ist eine Organisation, die da so einen Index entwickelt haben, mit der eben im weltweiten Vergleich das gemessen wird. Und wenn man jetzt auch die Langzeitperspektive letzten gut 20 Jahre anlegt, kann man sehen, Ungarn war nach 1989, hat es sich dann im Laufe der 90er Jahre, die auch noch die frühen 2000er, zu einem Spitzenreiter entwickelt. Auch Polen, die galten als Musterbeispiel für gelungene demokratische Transformation und gehörten ganz klar in die Gruppe der, in die Spitzengruppe der freien Staaten. Und wir haben da den Abstieg, sodass also in Ungarn verbindet sich das jetzt eben seit 2010 mit Orbán und Sie können hier sehen, dass das Ungarn auf so einer Skala von 0 bis 100 nur noch mit diesem Wert von 70 angegeben wird, weil es hier sowohl eine starke Einschränkung der politischen Rechte gibt, also etwa die Rechte für die politische Opposition, aber auch die Einschränkung der Grundrechte. Pressefreiheit und so weiter. Also hier inzwischen sehr klare Bewertungen sind, Ungarn ist nur noch ein teilweise freies Regime, kann nur noch bestenfalls eingeschränkt als Demokratie bezeichnet werden. Wir sprechen da oft auch von einem hybriden Regime. Der Freedom House ist jetzt nicht der einzige Index, will Ihnen nur noch einen zweiten zeigen. Gibt auch den Bertelsmann Transformationsindex, der ist von den Kriterien her ein bisschen breiter angelegt. Der hat auch noch mal stärker sozioökonomische Kriterien, da berücksichtigt Ausprägung des Wohlfahrtsstaatssystems, die Strukturen von Governance insgesamt, also gutes Regieren, Verwaltungstätigkeit und so weiter. Und je weiter also nach außen hier in diesem Spinnendiagramm die Linie ist, desto positiver. Und da kann man auch sehen, dass hier in Ungarn durchaus in einer Reihe von diesen Punkten es die Stabilität demokratischer Institutionen, Rechtsstaatlichkeit etc. Es solche Einschränkungen gibt. Also hier letztlich ein hybrides Regime, muss man sagen, was zwar die demokratischen Institutionen der Form nach aufrechterhält, auch der Parteienwettbewerb, aber de facto Einschränkungen in der Gewährung dieser Rechte im Wettbewerb, politische Rechte und Grundrechte hier in Frage gestellt werden. Das könnte man jetzt natürlich auch sich für Polen, für welche von den anderen Ländern angucken. Da sieht man, dass es hier solche Negativentwicklungen gibt. In der Zusammenschau könnte man also insofern sagen, ja, es gibt hier durchaus Angriffe auf die Demokratie, die hier gemacht werden, diese Herausforderung an die liberale Demokratie, die immer mit der pluralen Interessen umgehen muss und wo es sagen, eine Einschränkung auch der Effizienz gibt. Demokratien leben auch immer von Kompromissbildungen und sehr starke Angriffe von rechtspopulistischer Seite, die auch damit zusammenhängen, dann letztlich die Konstruktion, die im Rechtspopulismus so typisch ist, zwischen Volk versus Elite, das gute Volk versus die böse Elite, eine starke Verachtung parlamentarischer Formen und Präferenzen für direkte
demokratische Formen finden sich hier so typischerweise. Also auch, das findet sich, wenn man jetzt da auch guckt, bei der AfD als rechtspopulistisch und zumindest in Teilen rechtsextremistischer Partei finden sich auch ganz typisch diese Muster. Und es findet sich da ein Infragestellen, wer gehört denn eigentlich zum Volk dazu. Also die Idee der Demokratie ist ja die Idee der Volksherrschaft und das ist historisch auch nicht immer inklusiv gewesen. Ne? Also Sie wissen alle, dass wir auch in Deutschland erst gut 100 Jahre Frauenwahlrecht haben, Frauen oder auch ethnische Minderheiten lange ausgeschlossen werden. Aber unsere moderne Demokratie, Idee von Demokratie ist eine inklusive. Und hier wird jetzt eher auf Exklusion wieder gesetzt, indem nämlich gesagt wird, wer gehört denn nicht zum Volk? Und letztlich würde ich sagen, dass gerade eben diese Strömungen identitätspolitisch argumentieren, obwohl sie das ja immer eher der politischen Linken vorwerfen. Und identitätspolitisch in dem Sinne, dass hier entlang von ethnischen Linien argumentiert wird, aber das wird dann auch nicht als soziale, sondern letztlich als biologische Unterschiede gesehen. Und das geht einher, auch der Punkt ist mir wichtig, was sich bei den Autoritären und Rechtspopulisten findet, ein Kampf gegen Frauenemanzipation, also eine geschlechterpolitische Position, die ganz stark darauf abheben, eine Retraditionalisierung von Geschlechterverhältnissen, sozusagen Frauen wieder viel stärker an den Herd zu bringen. Polen, Ungarn machen beide sehr stark pronatalistische Politiken, die zum Teil auch sehr gut ankommen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber das geht einher wieder mit sozusagen Festschreibung auf biologische Rolle und traditionelle Geschlechterverhältnisse. Und letztlich, was hier in Frage gestellt wird, ist das, was Hannah Arendt eben bezeichnet hat, als das Recht, Rechte zu haben. Das ist sozusagen, könnte man sagen, der philosophische Kern hier, weil nämlich dann definiert wird, wer hat denn das Recht, Rechte zu haben und wer hat es eben nicht. All das, und damit komme ich dann auch schon bald dem Ende, wir wollen ja noch diskutieren, hat natürlich Folgen für die EU. Weil die Europäische Union, auch wenn Sie in den Lissabon-Vertrag reingucken, müssen Sie gar nicht weit gucken, gleich schon im Artikel 2 im Vertrag über die EU ist der Wertekanon der EU festgehalten, Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Und da kann man durchaus sehen, dass viele dieser Rechte von den autoritär rechtspopulistischen Kräften, wie wir sie inzwischen in einer Reihe von Mitgliedstaaten eben sehen, infrage gestellt werden. Und man sich nicht mehr auf diesen Wertekanon eben da bezieht, beziehungsweise sagt, wir sehen das anders, wir definieren das anders und wir haben das Recht dazu. Das führt dann dazu, dass wir in den politischen Institutionen der EU durchaus immer mit Kompromissen oder auch Blockaden zu tun haben. Das betrifft sowohl den Rat der EU, also in dem die nationalen Ministerinnen und Minister sind, aber dann auch den Europäischen Rat der Staats- und Regierungschefs. Denken Sie etwa an die ganzen Tage und Nächte langen Verhandlungen über diesen Corona-Rettungsschirm, diesen Fonds von 750 Milliarden Euro. Das wirkt sich auch im Europäischen Parlament aus, wie ich vorhin schon sagte, dass also die Fidesz dann auch immer wieder entgegen der Parteilinie der EVP dann sehr konservativ, euroskeptischen Sinne auch abgestimmt hat, zusammen mit anderen Parteien und Fraktionen. Das, was sich jetzt noch zugespitzt hat, ist durchaus auch ein Infragestellen der Rolle des Europäischen Gerichtshofs.
Und das ist natürlich ein sehr fundamentaler Punkt, weil wir hier langsam in eine Selektivität reinkommen, zu sagen, welche Gerichtsentscheidungen des EuGHs akzeptieren wir denn und welche nicht. Also Beispiel Ungarn ist damals gegen diese Entscheidung des Rates vorgegangen. Der Rat hatte entschieden, nach einem Quotensystem Geflüchtete zu verteilen. Der Rat hatte das mit Mehrheit entschieden. Das kann man für eine politisch unkluge Entscheidung halten. Ja, rechtlich war die aber okay, weil die Verträge das vorgesehen haben. Ungarn hat die nicht gepasst. Man ist deshalb vor den Europäischen Gerichtshof gegangen. Der Europäische Gerichtshof hat wenig überraschend gesagt, rechtlich ist die Entscheidung okay. Man hat dann gesagt, ist ja okay, wie ihr das entschieden habt, aber es interessiert uns nicht. Auch jetzt, ich habe gerade auch schon hingewiesen auf diesen Rettungsfonds, diese 750 Milliarden, die sind ja jetzt verbunden damit, mit einer politischen Konditionalität bei der Verteilung mit reinzunehmen. Die ist abgeschwächt worden. Auch da gibt es jetzt eine Klage, die von Ungarn und Polen gemeinsam eingereicht worden ist, vom Europäischen Gerichtshof feststellen zu lassen, dass das rechtlich gegen das Unionsrecht ist, hier eine politische Konditionalität im Sinne von Rechtsstaatswahrung raufzunehmen. Also man geht da sehr selektiv inzwischen mit um. Und das ist eben eine Grundfrage, weil die EU, das, was sie stark gemacht hat, was sie zusammenhält, ist diese Rechtsgemeinschaft. Dass man dieses gemeinsame Recht entwickelt hat und dass das eine bindende Wirkung hat. Und deshalb stellt sich da dann auch wirklich die Frage, wie geht denn das eigentlich weiter? Wir können sehen, dass hier die Instrumente, die im Lissabon-Vertrag auch vorgesehen ist, auch dieses Artikel 7-Verfahren, da läuft ja auch gegen Ungarn und Polen ganz konkret, dass das als Instrument zu schwach ist, weil es immer noch Einstimmigkeit voraussetzt, beziehungsweise Einstimmigkeit gegen den einen Staat, gegen den das Verfahren läuft. Aber die beiden decken sich halt gegenseitig, sodass das Verfahren im Moment noch sehr schwach ist. Die Frage der Klagen, die dann ins Leere laufen, wenn es nicht dazu kommt, dass es auch zu einer Umsetzung kommt und man sich nicht an die Urteile hält. Es gibt durchaus ein Problem, auch die Frage, was ist denn eigentlich Rechtsstaatlichkeit? Das ist zugegebenermaßen in den EU-Verträgen nicht hart ausdefiniert. Und es gibt unterschiedliche Rechtstraditionen in den Mitgliedstaaten. Das muss man sagen, alles sehen. Also insofern gibt es da durchaus auch den Bedarf, hier nachzujustieren, was denn darunter fällt. Aber in der Weise, wie das genutzt wird von einigen Mitgliedstaaten, ich habe es jetzt beispielhaft für Ungarn gezeigt, aber eben auch andere, ist das in so einer Bündelung diesen Verstoß gegen Rechtsstaatsprinzipien, dass daraus genau die Dramatik entsteht. Auf zwei Dinge will ich noch hinweisen, was passiert ist. Man hat eben zum einen jetzt diese Mittelzuwendung in diesem sogenannten Next Generation EU, in diesem Rettungsfonds, in diesem Wiederaufbaufonds mit diesen Konditionalitäten verbunden. Muss man jetzt gucken, ob der erstens überhaupt ratifiziert wird. Das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Sie haben vielleicht heute verfolgt, dass das Bundesverfassungsgericht zumindest den Eilantrag gegen den Fonds abgelehnt hat. Das ist aber keine Entscheidung in der Hauptsache. Also das Geld kann immer noch nicht fließen, weil es noch nicht durch alle 27 Staaten dann ratifiziert ist. Und der andere Punkt, was man jetzt versucht hat, neues Instrument einzuführen im letzten Jahr, weil wir auch in so eine Situation reingekommen sind, dass es immer so eine starke Frontstellung gibt
also dann von polnisch-ungarischer Seite gesagt wird, ja, ihr wollt uns jetzt euer Modell aufdrücken. Da gibt es dann ja auch die Vergleiche. Brüssel ist das neue Moskau und so weiter. Ne? Also man würde wieder hier unter einer totalitären Knute stehen hier und müsste sich jetzt da selbst verteidigen. Und da ist man schon auch in eine ungute Dynamik reingekommen. Und deshalb gibt es inzwischen eben auch ein neues Instrument, dass die Kommission jedes Jahr einen Rechtsstaatsbericht vorlegen soll, einen Bericht über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in allen EU-Staaten. Um dann zu sagen, okay, wir gucken uns nach einem einheitlichen Kriterienkatalog alle EU-Staaten an, weisen dann auf die positiven Entwicklungen hin, aber auch auf die Missstände hin, die es in allen Mitgliedstaaten eben auch gibt. Also da wird dann etwa auch für Deutschland gesagt, dass es hier die Staatsanwaltschaften nicht unabhängig genug sind, dass es hier eine stärkere politische Unabhängigkeit geben muss. Oder man kann sagen, dass auch die politische Besetzung die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts durch die politischen Parteien problematisch sein kann oder die Besetzung der Rundfunkräte und damit eine Einflussnahme auf die Medienlandschaft. Also auch Deutschland ist da durchaus nicht ohne Defizite. Und das ist wichtig zu sehen. Und vielleicht haben Sie auch verfolgt, das ist dann nicht im Rechtsstaatsbericht drin, dass jetzt in diesem im Hinblick auf die Medienfreiheit von Reporter ohne Grenzen Deutschland nach unten gestuft worden ist, auf Platz 13, was mit den zunehmenden Angriffen auf Journalisten, auch von Seiten von Demonstrierenden zu tun hat, Demonstrantinnen, Demonstranten, die auf diesen jetzt Querdenker-Demos etwa im letzten Jahr auch vielfach Medienschaffende Journalistinnen und Journalisten angegriffen haben oder im Internet haben wir das zunehmend. Also dieser Rechtsstaatsbericht ist ein wichtiges Instrument, um erstmal für alle die Defizite zu zeigen. Wenn man den jetzt im Ganzen durchgeht, kann man sich im Internet angucken. Den Komplettbericht gibt auch dann diese einzelnen Länderberichte, die da zusammengefasst sind, fällt aber deutlich auf, dass immer wieder Polen und Ungarn diejenigen sind, bei denen sich sagen, die Defizite tatsächlich am massivsten eben sind. Und das ist das, was so schockierend ist, weil, wie gesagt, wir haben in den 90ern und auch in den 2000ern ja noch gedacht, das sind die Musterschüler, die Musterknaben und dass auch in diesen Ländern, die auf einem wirklich guten Weg gewesen sind, eine Dynamik eingesetzt hat, die demokratischen Errungenschaften auch wieder nach zurückdreht und das also Transformation von der autoritären Herrschaft, wie sie im Kommunismus da war, zu einer liberalen Demokratie. Das ist keine Einbahnstraße, das ist immer nur mehr. Es kann auch wieder zurückgehen und das ist eine Entwicklung, die wir im Moment sehen und die würde ich im Hinblick auf die Ausgangsfrage durchaus als Gefahr für die bestimmen, für die Europäische Union und für den Integrationsprozess insgesamt. Also da kann man nichts kleinreden. Es ist eine sehr schwierige